Wir haben eigentlich nicht mehr so richtig damit gerechnet, dass Fischb dann einmal herkommt. Aber sie haben es geschafft, sind auf ein Goal noch hergekommen. Auf das 2-3. Wie hast du das gesehen, der Schlussdrittel jetzt? Ja, das ist ein das Hockey, haben sie gezeigt im letzten Drittel, das wir eigentlich von Anfang an erwartet haben. Sie haben sich Torchancen erarbeitet, sie haben lange tolle Defensive gedrängt, sie haben geschossen. Sie haben Checks gemacht, sie haben keine dumme Strafe gemacht, sie haben Langenthal zur Strafe gezwungen und folglich sind sie zu diesen Goal gekommen. Schlussendlich langt es einfach nicht, wenn man 40 Minuten nicht da ist. Wie kann das passieren? Man ist in den Playoffs, in den Viertelfinals, es ist die sechste Partie gegen den gleichen Gegner, dass man 40 Minuten lang so ja, weniger parat ist. Ja, ich habe vorhin mit dem Bruno auch noch ein bisschen geredet darüber. Es ist noch schwierig zu sagen, warum und wieso das genau ist. Man weiss, es sind ein paar Spieler ein bisschen angeschlagen. Ich meine, der Achermann, der die ganze Reihe mit einem gebrochenen Fuß gespielt hat, der immer hat müssen fit gespritzt werden. Der Ampaz, der heute noch ausgefallen ist, sonst ein Verteidiger, der noch gefehlt hat. Man hat schon ein bisschen gemerkt, oder? Es langt dann einfach nicht mehr. Wenn eine Mannschaft wie Fisch aus dem 7. Rang, wenn sie einen noch angeschlagenen Spieler hat, der Kim Lindemann war das übrigens. Und das hat man heute ein bisschen gemerkt. Und Langenthal hat einfach genug Klasse. Und man darf nicht vergessen, es ist der letztjährige Meister, der hier zu Gast war und hat die Serie souverän heimgebracht. Es waren 3 Goals von dieser Top-Linie. Also das ist schon auch noch erwähnenswert. Das ist ja, sie sind stark. Und was halt wieder zeigt ist, wenn es darum kommt, sind sie da und machen diese Goals. Und sie haben den Fisch ein bisschen überrumpelt. Es ist also schon nicht so, dass Fisch nur nicht parat ist, sondern Langenthal hat sehr gut in den Match gestartet. Wir erwarten noch Matti Alatalo hier bei uns im Studio, der Headcoach vom EHC Fisch. Wir sind natürlich gespannt, was er noch zu sagen hat. Wir warten noch, bis er kommt. Wir schauen uns aber schon mal die Goals aus dem ersten Drittel. Dort ist ja schon mal 3-0 gestanden für der SC Langenthal, das ist das 1-0. Der Stefan Canan mit seinem ersten Goalpass von Kelly. Ja, er hat zuerst mal die Linie aufblitzen lassen, wie gut dass sie Hockey spielen können und Goal schiessen. Der Kelly, der genau weiss, wo der Canan steht, wie er sich löst. Und direkt zum 1-0. Das 2-0 in der 7. Minute, Kim Karlsson. Ja, da hat sich die Verunsicherung von Fisch hat man da ein gesehen. Es ist ein Krangel vor dem Goal, wo dann eigentlich Langenthal für sich gewinnt. Das sind genau so Situationen, wo man eigentlich aus Fischer Sicht dann gewinnen sollte. Der Karlsson, der dann richtig steht und sie dann noch reinwischt. Und auch das 3. Goal. Wieder diese Linie getroffen hat zum 2. Mal am heutigen Abend der Stefan Canan. Ja, und wieder auf Pass von Kelly, Tic-Tac-Toe, der Karlsson, der auf den Kelly spielt und der Kelly dann zum freien Canan super rausgespielt. Und wir haben es angesprochen, vom EHC Fisch wenig gekommen in dem ersten Drittel. Ist man zu nervös gewesen? Ist man verunsicher gewesen? Einfach aus anderen Gründen? Was ist es? Wie würdest du es beurteilen? Ja, es ist mir ein bisschen vorgekommen, als haben die Fischer gewusst, dass es ein schwieriger Match wird gegen Langenthal. Bei Langenthal mag es nicht viele Fehler leiden. Sie haben eine riesige Klasse in der Mannschaft auch. Und ich habe beim Lori, der eine super Saison gespielt hat, eigentlich ein super Goalie jetzt auch gewesen, in diesen Playoff, der ein bisschen unsicher war. Und das ist ein bisschen untypisch. Also man merkt, die Mannschaft ist ein bisschen nervös und ein bisschen unsicher in den Match gestartet. Dann schauen wir noch das Highlight an vom dritten Drittel. Im zweiten Drittel hat es nämlich nicht grosse Highlights gegeben. Das ist der Anschlusstreffer zum 1-3 von Dan Kissel im Powerplay. Ja, Langenthal hat wenig Strafen gemacht. Da im letzten Drittel haben sie zweimal eine Strafe gemacht, also 5-3 für Fischb. Und super rausgespielt, Dolanau oder der Kissel frei gesehen. Und die ganze Mannschaft und auch die Ausländer im letzten Drittel haben super Hockey gespielt und eigentlich verdient dann zu den Powerplay und schlussendlich zu dem 3-1. Und dann würden wir springen in die 55. Minute. Dort ist es nochmal so richtig laut geworden, da in der Laternenhalle. Hat Fischb das 2-3 gemacht, der Andi Furrer. Das Goal ist aber noch lange angeschaut worden. Ja, es ist lange angeschaut worden. Sie haben sich gesehen, der Mattis Tatschiba ist unter Kontrolle. Hat er nicht gehabt. Der Tatschiba ist freigelegen und Fischber wirklich aufsässig nachgestochert und verdient, zum 3-2 herzukommen. Ja, nachher sind es noch rund 5 Minuten gewesen, 4,5 Minuten. Ist in dieser Zeit einfach ein Zeitsproblem gewesen, dass es nachher nicht mehr gelangt hat für den Ausgleich? Ja, das hat man ein bisschen das Gefühl gehabt, es war ein Ziel gewesen. Und eben Langenthal hat die Klasse, das hat man auch gespürt, um den Match noch heimzubringen. Es war keine Unruhe auf der Bank. Man hat einfach weitergemacht und das ist wirklich die Stärke von Langenthal. Und somit haben sie dann nachher noch das Goal ins Leere machen und den Match 4-2 heimtragen. Ja, der Emptynetter, den schauen wir uns auch noch kurz an. Das ist der Nico Dünner, der dann alles klar gemacht hat in dem Spiel und auch in dieser Serie. Ja, sie haben dann einmal alles probiert, Fischber. Nachher ein Pass hinter, ein Scheibenverlust. Die Scheibe ist komisch gekumpelt und
Ja, der Dünner macht sie souverän dann nachher ins leere Goal. Ja, und jetzt kommt er gerade ins Studio, der Trainer vom EHC Fisp, der Matti Alatalo. Wir sehen hier nochmal den Empty Netter, der das Ganze entscheidet. Matti, die erste Frage natürlich. Die Saison ist vorbei. Nach einem Spiel, das sie innerhalb von 40 Minuten wenig gekommen ist von Ihnen. Was war das Problem heute? Ja, es ist nicht die Frage, dass wir nicht geladen sind fürs Spiel. Ich glaube, ein bisschen falsch. Voll geladen, aber ja, Fokus war nicht da. Und ich glaube, wir haben das Spiel verpasst im ersten Drittel. Ich meine, wenn ein Formula-1-Fahrer wäre, der mit dem vollen Tank fährt, aber der Fahrer nicht da ist, wirklich fokussiert, dann ist es auch nicht gut. Und das war der Fall heute. Ein bisschen übermotiviert also, auch. Sie sagen, es war Kopfsache? Ein bisschen schon, weil die Tore sind ein bisschen schon auch gefallen. Und man merkt, dass er auch mit den kleinen Sachen Qualität mit dem Pack und solche kleinen Sachen war nicht so gut am Anfang. Jetzt ist es für den EHC Fisp die vierte Niederlage im Viertelfinal in Serie. Sie sind neu gekommen. Haben Sie etwas bewirken können, zusammen auch mit Bruno Egger? Was würden Sie für eine Bilanz ziehen, Saisonbilanz? Ich bin schon stolz auf meine Spieler und das Team. Wir haben sicher einen Schritt vorwärts genommen, wenn ich schaue, alle Statistik betreffend die Saison, Quali und auch jetzt die Playoffs. Es kann ja nur von 8 Teams eine Meister werden. Und ich habe den Spielern gesagt in der Garderobe, dass es ist so, auch Sieger können alle sein, die gute Stories für die Eishockey-Fans, für Fans hier oder Eishockey-Freunde schreiben. Und ich denke, unsere Saison war vielleicht nicht perfekt, aber es war eine gute Story. Und ich bin stolz auf meine Spieler und das Team. Gut. Danke vielmals, Matti Alatalo. Sehr interessant, sehr schön, sind Sie noch schnell kurz vorbeigekommen hier im Studio. Ich wünsche noch einen schönen Rest für die Saison. Ich hoffe, Sie geniessen es auch noch ein bisschen. Und schauen einfach noch so ein bisschen zu. Ja, danke schön. Danke. Also, das wäre es, der Matti Alatalo. Wir schauen uns mal kurz an. Sie können uns gerade hier wieder vorbeigehen. Danke vielmals. Wir schauen uns kurz an, wie das aussieht in den Halbfinals. Wir haben die zwei Paarungen. Wir haben die Lakers, Qualisieger, der souveräne Qualisieger, der auf den HC Aschua trifft, und das Derby, SC Langenthal, EHC Olten, Urban. Ja, ich denke, Rappi wird ein interessantes erstes Spiel haben, ein Aschua, wo heiß kommt, wo überraschend Schott von relativ souverän ausgeschaltet hat. Es nimmt mich auch Wunder, wie ist Rappi bereit, nachdem sie eigentlich ziemlich klar die EHC Academy ausgeschaltet haben. Und bei Langenthal Olten ja Derby. Ja, beide über 6 Match wird ganz ein heisses Halbfinale. Also das könnte brutal ausgeglichen sein, Langenthal Olten. Ja, kann man denken jetzt, aber wir werden es sehen. Wie souverän wird Langenthal die Saison fortsetzen? Wie hat sich Olten nach dem Hin und Her jetzt mit Thurgau rehabilitieren und in das Halbfinale stehen? Oder wie viel Selbstvertrauen haben sie tanken? Oder wie viel Druck ist abgefallen, Olten? Also lassen wir uns mal überraschen in dieser Serie.